Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Hitster und zwar die Version Musik Bingo. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Hitster Musik Bingo. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe, die sind wirklich nicht so schwer. Und abschließend gibt es noch ein Fazit, weil na, es gilt noch einiges im Fazit aufzuarbeiten. Das Spiel, das ursprüngliche Hits, da habe ich euch schon präsentiert. Ein sehr erfolgreiches Spiel, kommt teilweise richtig gut an, verkauft sich ziemlich gut und ist erschienen bei Jumbo. Ja, bei Hits, da geht es ja darum, Musik zu hören und diese Musikrichtung gewissen Jahreszahlen zuzuordnen, also einzuschätzen. Fällt dem einen oder anderen etwas schwer. Und jetzt hat man das Ganze vielleicht ein bisschen vereinfacht. Wobei, ja, was heißt denn hier? Vervollständigt eine Reihe, während ihr die größten Hits aller Zeiten hört. Wir spielen also das Ganze verknüpft mit einem Bingo, mit einem Quiz. Und deswegen seht ihr auch schon hier den Aufbau. Das heißt, jeder bekommt so ein Tableau und legt es dann vor sich ab mit einem Stift. Und Aufgabe ist es, so ein Bingo zu bilden, also eine Reihe zu vervollständigen. Wenn man was korrekt dann gelöst hat, dann darf man nämlich hier ein Kreuz setzen. Tja, der eine oder andere spielt dann gerne für sich alleine. Ich kenne mich gut aus mit Musikquizspielen, ist sowieso ein Favorit von mir, also ich spiele alleine. Klar, könnt ihr machen. Es gibt aber vielleicht welche unter euch, die sagen, na, ich bin mir nicht so sicher. Wir spielen gemeinsam, könnt ihr auch machen. Vielleicht früher oder später werdet ihr sagen, ich hätte dann doch gerne mein eigenes Tableau. Also die Option habt ihr definitiv bei diesem Spiel. Und ihr merkt, die Tableaus, ich habe jetzt alles mal aufgebaut, dass man sieht, die werden bereitgelegt. Der Spielplan mit der Seite A wird platziert, weil auf der A-Seite sind die Quizfragen, so nenne ich es jetzt einfach mal, ein bisschen einfacher. Ja, und bei einem Quizspiel, gerade wenn so ein Musikspiel ist, darf so eine Disco-Kugel nicht fehlen. Naja, die müsst ihr noch bestücken mit 3 Batterien, dann schaltet ihr das auf On und 1 und dann wird das so vorbereitet und hier drauf platziert. Ho, damit kann man auch quasi schon beginnen. Es blinkt schon fast die Kategorie, um was es geht, aber wir müssen noch die Karten vorbereiten. Die ganzen Musikkarten, die müsst ihr jetzt nicht sortieren nach Farben, nein, die mischt ihr zufällig und legt sie auf die jeweiligen Felder. Vielleicht wollt ihr aber auch lieber Sommerparty spielen oder eine andere Box als Karten nutzen. Könnt ihr machen. Dann nehmt einfach die Karten oder aus dem Grundspiel, Hitster, aus dem ursprünglichen Spiel. Könnt ihr auch machen. Aber es liegen hier in dieser Box genug Karten parat. Ihr seht es ja auch. Das sind sehr viele Karten, also es geht um sehr viele Musikstücke. Da ist ja ein QR-Code dabei. Was bedeutet denn das? Und wo ist denn überhaupt die Anleitung? Die Anleitung fehlt. Na, das haben schon der ein oder andere schon in der Vergangenheit kritisiert, aber ja, in den modernen Zeiten braucht man es vielleicht nicht unbedingt. Und das Wichtigste, das steht hier in der Schachtelinnenseite dann dabei. Weil hier heißt, es scanne den QR-Code oder lies auf der Webseite nach, wie Hitster gespielt wird. Okay, naja, ich zeig's euch. Dann braucht ihr da jetzt nicht unbedingt mal nachschauen. Aber die App benötigt ihr definitiv. Die müsst ihr herunterladen. Und ihr benötigt quasi auch Spotify. Weil wie soll das Ganze denn überhaupt abgespielt werden? Dazu benötigt ihr Spotify. Na toll, ich muss also noch was kaufen. Ich brauche also Spotify. Naja, es gibt hier 2 Optionen, die ihr habt. Und das wird auch gut angezeigt. Und genau diesen Abschnitt lese ich euch jetzt an der Stelle vor. Wir haben Spotify, die Premium. Das hat nicht jeder, aber hier heißt, für das beste Spielerlebnis empfehlen wir Hitster App in Kombination mit Spotify Premium zu nutzen. Na also doch muss ich mir sie kaufen. Moment. Für eine schnellere Partie könnt ihr zu Spotify Free wechseln. Nun werden Songs in der Mitte angespielt. Oh, das hat ja also auch einen gewissen Vorteil, wenn die Hits gleich in der Mitte angespielt werden und nicht am Anfang, weil das dauert ja eine Weile, bis der Hit dann quasi auch zur Geltung kommt. Oh, so könnte man es auch sehen. Aber da die Songdaten dann sichtbar sind, also bei Spotify Free, kann der DJ dann nur als Spielleiter fungieren und nicht selbst mitspielen. Wenn Spotify Free genutzt wird oder benutzt wird, sind die Spieler reihum jeweils eine Runde lang DJ. Tja, also, wenn ihr das Premium-Paket dann habt, dann könnt ihr gleich loslegen. Wenn ihr die Free-Version nutzt, dann startet das Musikstück direkt in der Mitte, aber jeder von euch muss einmal quasi den DJ dann spielen. Wo? Kann man jetzt als Vor- bzw. als Nachteil betrachten. Also ihr merkt schon, es hat definitiv einige Optionen, aber man ist jetzt nicht gezwungen, in irgendein Paket dann einzusteigen.
Ja, Spielplanseite. Aber um was geht's denn? Es geht ja um Musikkarten. Und Jörg, wann läuft denn endlich die Musik und zeigst du das anhand vom Beispiel? Ja, da gibt's bei YouTube Vorgaben. Einer oder andere weiß das nicht genau, weil ich könnte euch jetzt Top-Hits der 90er oder 80er oder sonstige Zeiten präsentieren, aber da macht YouTube einen Cut, deswegen kann ich das, darf ich das euch nicht präsentieren. Also dazu müsst ihr jetzt einfach mal das Ganze ausklammern. Ich zeige euch das mit dem QR-Code, aber Titel gewissermaßen euch vorspielen zu lassen, das wird zumindest auf diesem Bereich auf YouTube nicht zum aktuellen Zeitpunkt funktionieren, beziehungsweise das bringt eher Probleme mit sich. Deswegen hier recht nüchtern die Erklärung, aber ich denke, die meisten wissen, um was es geht. Wir haben erst einmal die Kategorien und dann zeige ich das nochmal mit dem Drehen. Zuerst einmal wird die Disco-Kugel vorbereitet. So, jetzt mache ich es mal korrekt, wie es auch sein sollte. Ja, und die zeigt hier, man merkt hier an dem Blinken, die zeigt hier auf diesen Bereich gelb. Tja, was gibt es denn überhaupt für Kategorien, bevor ich zu dieser Karte komme? Hier heißt es Erscheinungsjahr plus minus 4 Jahre. Das ist aber schwer. Genau, ihr hört den Titel, weil die Karte kommt zur Seite. Es wird eingescannt über die App und ihr hört gleich den Titel. Free-Version mittendrin, Premium-Version fängt langsam an. Ja, aber erst einmal die Kategorien. Und was müsst ihr machen? Ihr habt ja euer Tableau und tragt die Lösung hier unten ein. Und bei diesem gelben Bereich, da heißt es jetzt Erscheinungsjahr plus minus 4 Jahre. Wem das jetzt zu kurz vorkommt, hier aufgrund der Erklärung, in der App wird es nochmal deutlicher geschildert. Aber uns reicht das persönlich. Das wäre der Punkt. Also schon ein bisschen schwieriger. Wenn man nebendran schaut, dann heißt Band oder Solokünstler. Naja, da liege ich hoffentlich richtig, wenn ich Solo habe und liege richtig. Und die Antwort wird ja auf der Rückseite angezeigt. Sehr schön. Dann kann ich dann quasi schon ein Kreuz setzen. Bin ich dem Bingo also näher? Ihr kreuzt also das an, was das Feld anzeigt. Das ist grün, sofern es korrekt ist. Ansonsten dürft ihr kein Kreuz setzen. Was haben wir noch auf der Seite? Gehen wir es doch weiter einfach durch. Wir haben hier das Jahrzehnt. Das Jahrzehnt schreibt ihr auf. Oh, 90er, 80er, ja, vielleicht auch die moderne Zeit, je nachdem. Hier haben wir eine Abweichung von 2, also Erscheinungsjahr plus 2, also hier sind es 4, hier sind es 2 und hier auf der Seite recht wieder einfach gemacht, weil hier heißt vor 2000 bzw. nach 2000. Also 50-50 Joker könnte man sagen, also ihr schreibt vor oder nach. Und so funktioniert es. Wir waren hier im gelben Bereich. Das heißt, die Karte, die habe ich jetzt platziert auf die Rückseite, darf man nicht schauen. Die wird quasi jetzt offen platziert. Und dann nimmt man praktisch sein Handy und scannt das ein. Drückt auf Play und dann läuft die Musik. Moment, wir drücken hier noch auf diesen Buzzer, wollte ich sagen. Nein, auf die Disco-Kugel. Und die läuft jetzt 25 Sekunden. Und diesen 25 Sekunden habt ihr jetzt da Zeit, das Lied zuzuhören und notiert eure Lösung innerhalb dieses Zeitfensters. Tja, was habe ich vorhin gesagt? Free bzw. Premium. Vielleicht da nochmal ein Hinweis. Naja, bei Free läuft der Titel mittendrin. Super, da ist man schnell. Da weiß man vielleicht sofort den Titel. Kennt sich gut aus. Aber naja, bei Premium fängt es vielleicht ganz langsam an. Und schon ist die Zeit rum. Naja, dann drücken wir halt nochmal drauf. So haben es mir beispielsweise gespielt, weil manche Titel brauchen ein bisschen länger, um zur Geltung zu kommen. Aber da müsst ihr euch nur einigen. Bei uns hat das prima funktioniert, weil je nach Titel hört man da erstmal gar nichts in den ersten 25 Sekunden und drückt dann einfach nochmal drauf. Hat uns jetzt nicht gestört, aber das ist durchaus ein wichtiger Hinweis, den ich euch geben möchte, weil wir haben jetzt nicht mit dem DJ gespielt, sondern jeder wollte gleichzeitig spielen und dadurch nutzten wir die Premium-Version. So, und die Zeit ist jetzt abgelaufen und dann werden ganz klar die Tableaus verglichen und man dreht auf der Rückseite dann hier an den Ecken, erkennt man dann auch die Lösung. Man dreht das herum und weiß dann sofort, ja, bekommt man ein Kreuz oder bekommt man nicht ein Kreuz. Und vielleicht sagt man irgendwann Bingo und hat dadurch das Spiel gewonnen. Ja, so geht es immer weiter. Das heißt immer, man sieht es hier mit der Kugel immer schön gemacht, es wird gedreht, es blinkt und ja, so läuft die Zeit. Also wie gesagt, den Marker immer drehen, der leuchtet dann und so geht es zu der nächsten Kategorie. Und so spielt man immer, holt man immer die jeweilige Karte von diesem Stapel und was wir gerne nutzen, wenn wir ein Lied richtig cool finden, dann legen wir es zur Seite, weil später, tja, dann verknüpfen wir das dann mit unserer Playliste, wenn uns das Spiel beispielsweise richtig gut gefällt. Ja, aber was ist mit der Seite B? Oh ja, es sind ja sicherlich auch einige Profis unter euch, die sagen, das ist Kindergarten, das ist uns viel zu einfach. Ja, es ist für Anfänger. Und für die Profis, für die Experten gibt es noch eine Spielplan-Rückseite mit weiteren Kategorien. Da geht es dann darum, den Titel des Songs zu wissen. Da hatte ich schon beim ursprünglichen klassischen Hits da meine Probleme. Das genaue Jahr zu nennen, das könnte ein langer Abend werden, wenn man da Bingo bildet. Oder der Name der Band oder des Sängers bzw. der Sängerin. Das Jahrzehnt, naja,
da habe ich zumindest wieder etwas eine Chance, weil da könnte man durchaus richtig liegen. Und das Erscheinungsjahr plus minus 3 Jahre wird hier gezeigt. Also, deswegen habt ihr die Option, spielt ihr mit der Seite A recht einfach für Anfänger, einfach in Anführungszeichen, oder nutzt die Seite B für Experten. Und so spielt ihr so lange, bis ihr dann Bingo habt und ja, ich habe es ja gesagt, die Person oder das Team hat dann das Spiel gewonnen. Und damit bin ich beim Fazit von Hitster Musik Bingo. Ich habe es euch präsentiert, jetzt im Verlauf des Videos, ohne Musikschnitte, weil das ist rechtlich auf YouTube nicht erlaubt. Das bringt nur Probleme mit sich in Zukunft und deswegen lasse ich das und habe es euch nüchtern präsentiert. Aber ich denke, aufgrund der Abläufe wisst ihr schon, wie das Spiel funktioniert. Vielleicht wisst ihr auch, ob das was für euch ist. Das ursprüngliche Hitster, der Erfolgshit aus dem Hause Jumbo, das habe ich euch schon präsentiert, das Spiel. Und ich habe in dem Video auch ein bisschen kritisch angemerkt, dass ich dann doch ein bisschen das Problem hatte mit diesem Spiel. Es ist gut gemacht, aber boah, man muss sich schon in dieser Musikbereich oder Musikbranche auskennen, um die Jahre zuzuordnen. Das ist nicht so einfach. Jetzt kommt das Musikspiel bzw. das Bingo-Spiel raus und plötzlich geht meine Euphorie nach oben, weil das Spiel ist richtig gut gemacht. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Musikexperte, aber das Verknüpfung mit Musik, Bingo als Quizspiel, das ist unheimlich gut gemacht und das macht unheimlich viel Spaß. Also wir hatten jetzt wirklich die letzte Zeit täglich auf dem Tisch, weil es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Weil hier heißt es ja auch auf der Seite, vervollständigt eine Reihe, während ihr die größten Hits aller Zeiten hört. Schnell aufgebaut. Man hat den Spielplan. Man baut es auf mit der Seite A für Anfänger. Man hat dadurch leichte Kategorien. Es geht um, ist es eine Band oder ist es ein Solokünstler? War es vor 2000 oder war es nach 2000? Also man spielt hier sicherlich nicht stundenlang, es sei denn, man nutzt die B-Seite für die Experten. Da muss man nämlich genau den Titel wissen. Da genau das Jahr. Oh, ihr könnt entscheiden, für was ihr das nutzt. Jörg, warum zeigst du die Schachtel? Ja, die Anleitung fehlt. Ja, das haben schon viele kritisiert, aber viele sagen, ist doch gut, braucht man doch nicht. In der heutigen Zeit hat sowieso jeder ein Handy. Die Anleitung steht online abrufbar über die App. Die benötigt ihr also auch zum Spiel, also die Hitster-App. Aber wenn man das einmal gespielt hat, dann ist sowieso klar. Also die benötigt ihr. Ihr benötigt allerdings nicht nur das, was man hier sieht. Ja gut, das ist in der Verpackung drin, eine Vielzahl an Karten. Ihr könnt das übrigens auch kombinieren mit der einen oder anderen Version. Nein, ihr benötigt Spotify. Also ich muss mir die App kaufen. Free oder ist das jetzt Premium? Ja, genau das habe ich euch auch vorher im Ablauf genau gezeigt, was die Unterschiede sind. Mit Free wird der Titel mittendrin angespielt, aber ihr benötigt einen DJ. Das heißt, jeder muss mal die Rolle eines DJs übernehmen. Mit der Premium-Version startet das Lied am Anfang. Ihr braucht den DJ nicht, aber die 25 Sekunden, um hier diese Kugel zu bedienen, beziehungsweise innerhalb von 25 Sekunden zu beantworten, diese Frage, beziehungsweise diese Quizfrage, das könnte zeitlich eng werden. Und dann drückt man gerne noch einmal auf den Buzzer, weil bei Premium beginnt das Lied quasi von vorne. Also ihr merkt, für und wieder, das muss man abwägen. Wir nutzen die Premium-Version und wir ja, hauen, das wollte ich schon sagen, wir drücken gerne gleich zweimal, sodass es insgesamt 50 Sekunden sind, die man dann Zeit hat. Der Spaß steht im Vordergrund. Und was zeigt hier die Schachtel an? Es ist ab 16. Naja, ich weiß, es liegt sicherlich an Apps und anderen Dingen, die man dafür benötigt. Dann hat man das Alter nach oben geschraubt, aber jetzt beispielsweise meine Kids, die sich in der Welt von Musik, in der neuen Welt der Musik auskennen, haben auch unheimlich viel Spaß mit diesem Spiel. Wir spielen das nicht nur als Familie, mit Freunden, Bekannten und immer wenn hier tolle Lieder kommen, dann legen sie diese schon zur Seite, um sie später irgendwie rauszufiltern oder als Playlist zu notieren, weil das macht ihnen auch unheimlich viel Spaß. Sie haben es schwer, ganz klar, die Jüngeren, vielleicht deswegen auch die Altersangabe, aber teilweise sind sie sogar schneller bei einem Bingo als ich und oftmals auch wenn Titel der 90er Jahre gespielt werden, weil sie einfach mittlerweile ein Gefühl haben, auch für das Jahrzehnt, wann das herausgekommen ist oder heraushören, ist es jetzt Solokünstler oder sind es mehrere Künstler. Sie können es vielleicht an der einen oder anderen Stelle einschätzen. Klar, etwas Glück gehört dazu, aber der Spaß dominiert eindeutig bei diesem Spiel. Aber das ist jetzt nicht nur ein Spiel ab 16 Jahre, sondern das ist quasi ein Spiel für jeden, sofern man sich mit Musik identifiziert bzw. ein bisschen interessiert und das ist schon toll gemacht. Ja, ich bin jetzt nicht der große Quizfan, aber das, was man hier als Quizspiel mit Bingo verknüpft gestaltet, das ist auch richtig gut gemacht. So, steht hier dabei, 30 Minuten. Länger als 30 Minuten haben wir nicht gespielt. Es sei denn, ihr spielt Experten. Und ich sitze noch am Tisch. Und vielleicht noch so ein paar, wie ich, die einfach nicht oft die Reihe kriegen, so eine Reihe zu bilden, weil dann kann es etwas länger gehen. Aber wenn ihr euch mit Musik auskennt, nutzt die B-Seite, spielt drauf los.
Und dann habt ihr einfach ein paar Dinge, die ein bisschen schwieriger sind. Auch das habe ich euch vorhin gezeigt. Zur Spieleranzahl noch. 2 bis 10 Personen. Es funktioniert schon prima zu zweit. Es funktioniert zu dritt, zu viert, zu fünf, zu sechs. All das, was ich absolviert habe. Man kann einzeln spielen. Ich spiele lieber für mich. Ich bin nämlich gut in diesem Spiel, sagt vielleicht der eine oder andere. Oder ihr sagt, beispielsweise, wenn Kinder mitspielen, wir spielen lieber gemeinsam und einigen euch. Und dann habe ich es erlebt, dass nach kurzer Zeit der eine oder andere, auch meine Tochter, gesagt hat, ich hätte dann doch gern mein eigenes Tableau, ich würde gern selber mitraten. Und auch da ist quasi die Euphorie da, weil das macht sehr viel Spaß. Also ihr merkt, ich bin begeistert von diesem Spiel. Beim ursprünglichen Hitster war ich etwas skeptisch, habe das auch kritisch bewertet im Video. Es gibt viele Fans, aber das ist für mich quasi eine Art Weiterentwicklung als Basisspiel, was einfach viel mehr Spaß macht. Und selbst wenn man sich mit Musik gut auskennt, ihr habt jetzt die Option. Ihr nutzt entweder die Seite A, einfach hier zu quizzen, loszuspielen, oder ihr nutzt die Seite B, dann geht es immer noch um die Interpreten, um die Jahre, was sich manche wünschen, weil sie einfach sagen, ah, wir haben es dann doch ein bisschen anspruchsvoller. Also habt ihr jetzt die Option, das Ganze zu absolvieren, und ich bin mir sicher, dass Hitster Musikbingo ein Erfolgshit wird, und selbst wenn man schon Hitster hat, ich muss wirklich sagen, holt euch die Box. Die ist richtig gut. Wenn ihr Fan von Hitster seid, dann ist es schon quasi ein Pflichtkauf, aber die Entscheidung trifft wie immer ihr für euch. Oder holt euch die eine oder andere Box, spielt das gegebenenfalls separat, integriert das, ihr könnt auch die Karte nutzen. Oder Guilty Pleasures, es gibt ja mittlerweile so viele Versionen, ihr könnt auch das Grundspiel nehmen, ihr könnt auch die Schlagerparty nehmen, naja, die ist ein bisschen speziell. Und ich hoffe, dass da noch viele weitere Boxen dann rauskommen, weil das ist einfach schon ein gewisses Highlight im Jahrgang 2024. Soweit möchte ich mich jetzt schon aus dem Fenster lehnen, weil es einfach ein geselliges Spiel ist, ein Spaßspiel ist, ein Spiel, wo man wirklich jeden an den Tisch holen kann. Und ich, nicht als Musikexperte, ich höre ab und zu gerne Musik tatsächlich, ja, mal Musik, aber mir macht es auch sehr viel Spaß. Und wenn ihr es euch holen wollt, schaut beim Händler. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass das Spiel auch sehr gut sich schnell verkauft, ausverkauft, ich weiß es nicht, Hitster bereits jetzt schon das Grundspiel sehr gefragt. Oder schaut gerne über die unten genannten Links, weil über die Links unterstützt ihr uns ja automatisch, zahlt nicht mehr. Auch dazu ein kleiner Hinweis, aber ob ihr es euch holt, wo ihr es euch holt, die Entscheidung trifft wie immer ihr für euch. Und habt ihr schon gespielt, dann freue ich mich auf eure Kommentare unter dem Video. Das war Hitster Musik Bingo. Jetzt räume ich das zur Seite. Eigentlich brauche ich es fast nicht zur Seite räumen, weil wenn das allein schon wieder die Family sieht, dann ist sicher, dass wir dann gleich eine Partie Hitster Musik Bingo spielen. Jumbo der Verlag, das war's. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.